Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum Hardware-Video vom Starthilfe-Set von JFEGWO. Wir haben noch eine Tasche mit bei, die passt nicht mehr ins Bild, die gepolstert ist. Und hier oben haben wir einen Reißverschluss, dass wir die ganze Kabelei da reinmachen können. So, gehen wir mal alles durch, bevor wir uns die Hardware dann genauer angucken werden. Denn eine Anleitung, leider alles in Englisch. Dann einen Wandadapter und ein USB-C zu USB-C. Also, ja, USB-C zu USB-C, und hier ist auch ein USB-C drin. Gucken wir uns auch gleich alles an, wie es verarbeitet ist und so. Dann einen 12-Volt-Adapter, also Zigarettenanzünder-Adapter. Wie viele auch sagen, ich bleibe auch dabei, ich sage nicht 12-Volt-Adapter. Schöner dicker Kabel. Gucken wir uns auch gleich an, wo von dem Wort angeschlossen wird. Und dann halt hier das Starthilfe-Set. Hier mit dem Stecker, der ins Gerät kommt. Der dicke Kater, nicht wundern, hat gewackelt. Und Plus- und Minuspol natürlich. Auch hier, was eigentlich Standard ist, was Standard sein soll, das der schwarze kürzer als der rote ist. Ja. Ist eigentlich Standard. Aber erstmal gucken wir uns das Gerät an. Wenn der dicke Kater hier ein bisschen Platz macht. Du kannst ja hier bleiben, Tickerchen. Aber wir brauchen Platz für das Gerät. Ich habe jetzt mal die Schutzfolie hier abgemacht, damit es dadurch spiegelt es jetzt zwar mehr, aber sieht halt auch ein bisschen schöner aus. Das ist halt außenrum hier komplett so gummiert. Hier haben wir dann nochmal ein Typenschild. Modell F40. Wieso F40? Gott, sollte doch F60 sein. F40 war da viereckig. Naja. 12 Volt Output. 6000. A wird für Ampere stehen. Guckt euch das an. Schön. Ohne Folie sieht es gleich viel schöner aus. Und auch bunt, also das ist hier grün. Und da haben wir auch die Lampe. Und das ist SOS. Und aus. Ansonsten sind hier keine Knöpfe, nur die beiden auf der Vorderseite. An und aus und Lampe. Seitlich ist hier nichts. Hier ist was. Startport. Download. Schaut. Achso. Ach, da ist der Start. Da kommt der rein, das machen wir gleich. Und hinten haben wir. So. Ah. Out, 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 input. Ah, okay. Output, 12 Volt, USB-Output, also USB-C und USB-A-Output. Der USB hier, ich stecke mal die anderen zu, der unten, der da, unten links, der ist unser Beladungs-USB. Dann würde ich sagen, das testen wir mal als erstes mit dem Beladen. So, Steckdose, Wandadapter. Muss ich jetzt nicht aufdröseln hier. Sonst kommt der Kater wieder nur in Versuchung. So. Oh, Speed, und jetzt haben wir da zwei Blitze. Und hier blinkt ein Akku. Ich versuche mal ran zu zoomen, damit ihr was seht. So. Da ist der Akku, Speed, ist orange. Und wir beladen die Station jetzt gerade durchschnittlich mit 15 bis 16 Watt. Gut. Ich muss das aber nochmal rausziehen, ich will noch was gucken. Sehr fest. Rutscht nicht einfach so raus, das ist gut.
Ist aber auch nicht zu locker. Rastet auch schön ein. So, und jetzt gucken wir mal, wenn wir den jetzt in den Output machen, was da passiert. Müssen wir natürlich erst anschalten, ist klar. Jetzt steht schnelles Laden. Also ich habe auf meinem Handy, ja, da ist hier unten ein Blitz, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, und da drüber steht schnelles Laden. Und ich belade jetzt gerade mit 13, 14, 15 Watt, 16, 17, 18. Er schwankt zwischen 17 und 18 Watt, wo immerhin er jetzt beladen wird. Es stand auch schnell laden da. Ich hoffe, ihr könntet halbwegs erkennen. Wenn wir den jetzt ausschalten, hört natürlich auch das Handy auf. Wenn wir wieder einschalten, kommt auch gleich hier. Ich werde es euch nochmal zeigen. Mal gucken. So, aus, ein, da, jetzt könnt ihr das sehen. Ich hoffe, ihr könntet jetzt alle erkennen, hier schnell laden mit dem Blitz. Das ist sehr gut. So, aus und ein. Und kommt auch sofort wieder. Schnelle Umschaltzeit. Fantastisch. Das ist sehr gut. Auch der USB sitzt gut. Ist auch gut verarbeitet. Ist nicht zu locker. Auch hier der Übergang. Ist hier wirklich gut verarbeitet. Nicht, dass er einfach aus dem USB-C rauskommt oder so. Schön mit Übergang, schön verschweißt. Alles gut. Dann haben wir noch den 12 Volt Adapter, der kommt dann natürlich hier oben rein. Ja, da. Aber ich habe jetzt hier kein 12 Volt fähiges Gerät, dass ich euch das zeigen kann, wie man das, dass das funktioniert und wie das funktioniert. Ihr müsst halt nur aufpassen und euch daran denken, dass der obere, ich muss mal noch ein Stück raus, so. Der obere ist nur für Output. Also steht überall Output dran. Ne? Output, Output, Output. Und der unten links ist Input. Also bei meinem Modell jedenfalls. So, und dann haben wir hier oben, wie gesagt, die Taschenlampe. Muss ich erstmal einschalten. Ich finde das Display schön. Das kann ich selbst ohne Brille lesen. So, wenn wir dann hier Licht anmachen, ich mache mal so, dass es euch nicht direkt blendet. Es ist nur ein. Das blinkt. Und das ist SOS. Dreimal kurz, dreimal lang. Dreimal kurz oder dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang, na irgendwie so, ist halt weltweit SMS, SOS-Signal. So, und hier haben wir denn das, unten haben wir auch das gerade, oben rund, damit man das nicht aus Versehen verkehrt rum reinsteckt. Also so rum geht's nicht, ja. So rum geht's. So muss es auch sein, die Schrift nach hinten. So, und wenn wir den jetzt rausziehen, so rum, also mit dem links nach oben, da passt natürlich nicht. Das ist ja so gemacht, dass es nicht passen soll. Es passt nur so. Ja. Hoppala, so, wegen dem Geraden da. Nochmal zeigen, zack, und schon ist er drin. So, dann können wir das hier natürlich drücken. Dann gucken wir mal, ob er einen Schutz hat. Ich werde einfach mal Plus und Minus verbinden. Soll man nicht machen. Okay. Blinkt da auch was? Ja. Rot. Also ist ein Schutzschalter drin. Aber man sollte es nicht falsch machen. Es gibt am Auto Kurzschluss im Geräten.
Also Verarbeitung ist sehr gut. Die Kabel sind alle fest drinne und auch gut hier auch in den Geräten, in den Adaptern sind sie fest drinne und gut verarbeitet. Hier wackelt nichts wie ein Lämmerschwanz. Alles gut verarbeitet, keine scharfen Ecken, Kanten. Na doch, die Ecke hier unten. Die hier, die sind ein bisschen. Ja, aber sonst alles wirklich sehr gut verarbeitet. Die Dicke, muss ich Bernhard mal fragen, die sollte aber eigentlich ausreichen und okay sein. Und auch hier, da drinne, ja, sehr gut verarbeitet. Da könnte vielleicht noch ein bisschen dicker werden, aber ich denke mal, das sollte ausreichen. So, dann legen wir das mal hier wieder hin. Auch das Gerät, haben wir hier keine scharfen Ecken, Kanten. Alles gut verarbeitet, hier schön gummiert. Ein schönes, großes Display, damit wir das auch erkennen, wenn wir unterwegs sind und die Brille mal vergessen haben. Ja. Und das bekommt ihr dann natürlich alles mit. Das Starterhilfe-Set-Kasten an sich, dann halt den Kabel, den er mit verbindet. Dann ein 12-Volt-Adapter, ein Wandadapter und ein USB-C-Kabel, um erstmal hier Energie rauszuziehen für ein Handy oder der ähnlichen. Und auch Energie reinzukriegen, dafür brauchen wir halt den Wandadapter und der hat einen USB-C-Anschluss. Die Anleitung ist leider nur auf Englisch und nicht auf Deutsch. Vielleicht kommt es ja später nochmal in Deutsch mit dazu. Das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich werde jetzt Bernhard mal kontaktieren, um zu gucken, ob ich noch ein Video machen kann, wo wir damit mal ein Auto starten werden. Also es ist viel, viel größer als mein momentanes. Vielleicht mache ich dann nochmal ein extra Video und zeige euch das. Mein altes und halt dieses hier im Vergleich. Und mein altes kriegt halt mein Diesel nicht an. Definitiv nicht. Ich weiß das, weil ich schon versucht habe, wo bei mir die Batterie hops gegangen ist. Nur mit dem Starterhilfe-Set, mit dem alten, kann ich meinen Diesel nicht starten. Hiermit sollte denn dann hoffentlich gehen. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.